Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 31 von Shapes.io. Ja, letztes Mal hatten wir hier schon die weißen Teile wohl optimiert und die roten kommen ja auch rein. Da müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Die roten kommen von hier, die weißen kamen von da unten irgendwo. Sind wohl hier rein, ja, das sieht schon mal besser aus. Wir müssen auf jeden Fall weiter schauen, dass das hier oben noch optimaler läuft, weil da kommt es ja ein bisschen reingetröpfelt. Das heißt, diese Maschine muss definitiv auch größer werden. Das machen wir natürlich alles nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken. Wir müssen definitiv dieses hier insgesamt etwas größer haben. Das heißt, hier ist es natürlich auch zu klein, ne? Da gehen welche nach da und da gehen welche nach da. Also ich glaube, wir müssen definitiv hier erstmal noch mehr Kreise ranbringen. Obwohl, wenn man hier so guckt, die Förderbänder stehen hier ja noch. Eine zweite Linie hiervon wäre auch schon ganz nett. Ja. Das bedeutet... Das wäre jetzt ein Färber. Haben wir hier ein Dingens in Position sitzen? Ich glaube nicht. Wie war das mit dem rechte Maustaste, Bereich erstellen? Temp. Habe ich Temp schon? Ich glaube, aha, haben wir schon. Aber das ist das zweite Temp. Ich glaube, den können wir dann hier weglöschen, oder? Drücke M, um eine aus einem Bildwinkel oder Rechtsklick, um eine Kühe aus dem Bildwinkel zu erschaffen. Wie kriege ich die denn jetzt weg? Naja, ist jetzt erstmal egal, wir sind hier. Ah, hier ist Löschen. Warte, bevor ich jetzt die falsche nehme, nochmal da rein, löschen, fertig. So, jetzt sind wir hier, ja, wir sind jetzt hier, gut. Wir brauchen jetzt aber eine Blaupause, die uns was mit Färben macht. Also diese hier unten. Gut, das bedeutet, packen das hier an. Gehen da hoch bis da. Und dann müssen wir C machen. Dann gehen wir wieder nach, wo ist mein Mauszeiger? Da. Gehen wir wieder nach Temp. Und jetzt drehen wir das Ding mal um. Aber andersrum, so, ja, so. Und ich würde es jetzt mal gucken, dass wir es so weit wie möglich hier hinkriegen, ne? Ne, wir müssen... Achso, die Markierung ist ja da. Naja, das bringt trotzdem nichts. Wir machen das ja, machen wir hier hin so, oder? Ne, warte mal, da ist ja auch noch ein Zusammensetzer, den haben wir ja gar nicht gesehen. Vielleicht machen wir dann doch erstmal nochmal eine Blaupause mit dem Zusammensetzer erstmal. Das macht mehr Sinn, das ist dieses Teil hier. So, Steuerung muss ich drücken. Warte mal, wie geht das weg so? Bisschen tiefer und dann markieren. Entschuldigung. So, jetzt kopieren wir das Ganze. Das war ein Zusammenbauer, ja, war's. Jetzt gehen wir wieder nach Temp. Und dann müssen wir den rotieren. Aber so rum wahrscheinlich, ne? Ja. Jetzt machen wir den aber mal. Den machen wir mal hier so hin. Weil dann können wir den anderen noch dahin machen. Müssen wir nur gucken, wie das geht. Ich sehe gerade die beiden. Okay, das bedeutet... Die Weißen kommen gerade nicht nach, wie wir sehen. Mach das mal gerade weg.
und mache das Förderband nach da. Und das Förderband nach da. Das kann weg. So, jetzt kommen die Teile hier raus und da kommen ganze Kreise raus. Sehr gut. Dann machen wir das hier so, dass wir den mal so weiter nach da machen. So, passt das schon mal. Das kann weg. Okay. Die Maschine läuft, aber die läuft natürlich überhaupt nicht voll. Das ist auch klar. Der kann weg. So, jetzt müssen wir das hier noch optimieren. Jetzt müssen zwei Kreise mit diesen Teilen. Jetzt müssen wir hier diese hier noch besser haben. So, jetzt brauchen wir die andere Blaupause. Und zwar diese hier. Ach, schade, da hat es einen nicht erwischt. Dann doch so. Kopieren wir das Ganze, gehen nach Temp. Drehen das Ganze dreimal und bauen das hier so hin, oder? Ja. Gehen dann da rein. Und machen jetzt warte mal, hier wird die Viertel kommen hier auch noch so raus. Obwohl das ja fast so schnell ist wie, ne? Aber hier werden auch noch die Viertel zusammengebaut. Also hätten wir dieses hier nochmal kopieren müssen, ne? Ja, dann. Kopieren wir den nochmal. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir den da hinkriegen. Ja, dann ist das nix. Machen wir so. Machen wir den da hin. So, das sind jetzt wieder Teile, die hier wegkommen. Das heißt, diese hier. Müssen wir da wegnehmen, oder? Ja, würde ich so sehen. Müssen hier einen Dreher reinbauen. Das passt dann schon. Müssen diese jetzt da wegführen und hier rüber. Das ist da schlecht, sehe ich gerade schon. Das bedeutet, der kommt dahin, der kommt dahin. Der kommt dahin und der kommt dahin. Gucken wir mal so. Den basteln wir mal gerade auch ein bisschen besser. So. Jetzt müssen wir die Dinger nur wieder hier runter haben. Okay, da läuft irgendwie noch nichts. Warum läuft da nichts? Weil da unten noch was nicht angeschlossen ist, richtig? Ah, da ist hier was falsch gelaufen, oder?
Nochmal einen Tunnel bauen. So, jetzt kommen die dann da auch an. Weiteren Tunnel bauen hier. So, jetzt ist die Frage, wo wir da am besten durchgehen. Wahrscheinlich da. So, jetzt kommen die da an und sollten hier wieder verarbeitet werden können. So, jetzt muss der da noch weg. Auch nicht so dolle, ne? Okay, jetzt werden hier mehr verarbeitet schon mal. Aber schön ist was anderes, ne? Müssen wir gucken, wie wir es besser kriegen. Also der muss jetzt hier auch noch mal gebaut werden. Wofür haben wir den da hingesetzt? Gute Frage, ne? Der sitzt da jetzt halt, ne? Jetzt muss der hier noch umgebaut werden. Das bedeutet, wir ziehen den mal von hier nach da vorne. Ein neues Upgrade ist verfügbar. Okay, was haben wir fertiggestellt? Diesen hier wohl. Okay, Stufe 6 sieht so aus. Alles klar. Aber wir müssen erst andere Dinge fertig kriegen. Und zwar müssen wir jetzt diesen Kopierer haben. Das ist der gleiche wie der. Das bedeutet, wir können hier mal gerade kopieren. Bis da. Und dann bauen wir den da hinten hin. So. Da werden auch Teile zusammengesetzt. Shit. Es wird ein bisschen eng hier jetzt gerade, oder? Diesen hier baue ich jetzt gerade da hinten hin. Ich muss nachher aber wieder hier hin. Ist doch zu eng, vielleicht komme ich da unten hoch. Das bedeutet, wir müssen da jetzt noch eine zweite Bahn nebenziehen. Und die kommt. Wieso hat denn der das jetzt nicht gemacht? Ah. Doof gelaufen, ne? So. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Wir trennen den jetzt hier weg. Und bauen den dann dahin und den dann dahin. So, was da hinten rauskommen muss, da rein. Das bedeutet, wir gehen hier runter. Ne, hier ist ein Ausgang. Das ist schlecht, dass die da sitzen.
Das heißt, ich muss wenigstens einen runter. Damit da ein Tunnel hinkommt, ne? Muss jetzt hier hoch. Da lang. Muss hier hoch. Und muss da einen Tunnel haben. Der darüber geht und muss dann da so rein. So, jetzt habe ich den auch schon weg. Die Teile sind alle richtig, kommen hier rein und sind auch richtig verbaut. Jetzt sind die weißen natürlich diejenigen, die hier fehlen, oder? Irgendwas passt hier nicht, oder doch? Die sitzen alle richtig. Was kommt jetzt hier nicht? Rote kommen. Werden da auch gebaut, aber hier hinten fehlt es irgendwie. Ach, die roten kommen gerade nicht. Da kommt jetzt ein roter. Aber die laufen ja da rein und werden hier nicht weitergebaut. Warum werden die da nicht weitergebaut? Ah, ab und zu kommen mal hier, glaube ich, ein weißer durch. Die weißen sind halt nur knapp. So, das bedeutet, diese Färbemaschine haben wir jetzt hier unten. Das bedeutet, die Roten müssen jetzt hier dran. Ne? Ja. Wie weit reicht denn so ein Tunnel da? Nicht bis da, okay. Und das bedeutet, der geht jetzt dahin, die kommen alle weg. So. Gefärbt wird jetzt da. Das heißt, shit, das ist ein anderer. Der ist nicht der richtige. Oh. War dann doch nicht so, ne? Das bedeutet, hier ist was falsch. Der ist gar nicht das, sondern das ist hier eine Malerei. Und hier ist eine Färberei, also eine Zusammen... Das heißt, das hier habe ich gerade voll in den Sand gesetzt. Ah, shit. Das habe ich voll in den Sand gesetzt hier, das Ding ist über. Der ist voll verkehrt. Ah. Wie kann ich denn mehr löschen? Steht das da auch? Steuerung. Ja, muss ich mit Steuerung hier markieren und dann weglöschen, ne? Kann ich dann entfernen drücken? Ja, ich bin mir sicher. Gut, haben wir die gelöscht. Wir müssen so ein Teil bauen. Das heißt, ab zur Blaupause und das Richtige ausgewählt. Den hier brauchen wir. Okay. Hoffentlich passt der da jetzt hin, ne? Kopieren und nach Temp gehen. Rotieren. Und der passt da natürlich nicht hin. Hier würde er hinpassen. Ja. Hier rum läuft das. So rum läuft das. Ja, bauen da so hin, oder? Hat ja anders keinen Sinn. Warte mal. Nee, das ist falsche Richtung. Zweimal drehen, so ist richtig. So. Das kann erstmal weg. So, wir müssen die farbigen Dinger hier rein haben. Das heißt, wir müssen hier einen Tunnel bauen.
der von da nach da geht und dann von da nach da geht. Und dann müssen wir den, und da ist eine Lücke, die nicht funktioniert, die haben wir was kaputt aus Versehen gemacht wahrscheinlich. Jetzt müssen wir die roten da reinleiten, ne? So, jetzt kommen die roten da rein und was brauchen wir hier unten dann? Da müssen wir dann diese Teile da rein basteln. Vielleicht wäre es sinnig gewesen, das anders zu bauen. Tunnel. Wo müssen die hin? Da. Das bedeutet, da wo sind die? Da sind die. So, jetzt kommen die da rein und werden hier hoffentlich gefärbt. Und die fertigen kommen hier unten raus, ja, richtig. Mit denen müssen wir hier da oben hin. Wenn die da oben hin müssen, dann könnten die rein theoretisch hier auch durch. Drehen. So rum ist richtig. So ist richtig. Auf welche Bahn müssen die? Dahin. Okay, das sind die dann. Das bedeutet, die kommen hier weiter. Müssen hier aufgeteilt werden. Das heißt, das weg und das weg. So. Und der zweite, da müssen wir zwei Dreher da irgendwie haben. Ich glaube, ist egal, wie rum der dreht, aber ich mach's mal so rum, weil es vielleicht so rum. Nee, das heißt so rum dann. Vielleicht richtig rum ist. Ah, shit. Taste vergessen, ne? So passt's. So, jetzt kann das auch weg. Spooky, was sie hier bauen, ne? Warum kommt jetzt hier keiner mehr? Wo fehlt es jetzt dran? Was haben wir kaputt gemacht? Hier die Bahn wahrscheinlich, oder? Wo müssen die hin? Oh oh. War da doch noch was? Da kommen fertige Teile an. Hier fehlen aber welche. Die kämen von hier. Hier fehlt diese Bahn. Ah, da habe ich es kaputt gemacht. Nee, das war jetzt leider der falsche. Passt. Jetzt ist wieder heile. Jetzt soll es wieder laufen. Tut's auch. Die werden passend gedreht, ja. Werden hier hinten zusammengebastelt. Ja, passt. Die laufen hier zurück. Kommen hier lang, laufen da lang, kommen hier rein. Und kommen dann in diese Maschine.
Das sieht erstmal gut aus, oder? Und da kommen dann fertige raus. Und sind sogar ein paar mehr auf dem Band, meine ich schon mal. Aber jetzt muss die andere Seite noch rein hier. Das müssen wir bei der nächsten Folge machen. Auf jeden Fall haben wir das optimiert. Hier kommen Sterne. Okay, würde ich sagen, machen wir erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.